und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Weiter geht's im Text. Wir hatten die letzten 2 Tage eigentlich nur Hinrichtungen, wenn man es im Groben sieht. Was aber keinen Abbruch machen sollte von dem Ganzen. Wir haben 2 Läden jetzt hier eingebaut. Und jetzt geht's gleich zum Arbeiten und dann schauen wir mal. Wir brauchen auch noch Licht, gell? Genau, das vergesse ich immer. Ohne Licht sieht man nichts. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Strom. Der auch dafür sorgt, dass man was sieht. Da können wir auch ein bisschen reinrücken. Obwohl das von außen gehen würde, so wie es aussieht. Aber trotzdem. So. Gut. Wo laufen denn die hin? Ach so, die gehen jetzt arbeiten. Und da ist schon einer, der die Ladenregale vollräumt. Ja, am Anfang gibt es sehr viel zu tun, aber in so einem Laden. Der arbeitet hier, der verkauft da Zeugs, ja. Alkohol. Sehr schön. Nein! 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 Alle Häftlinge schleunigst in die Zellen. Alle Häftlinge schleunigst in die Zellen. Ist das ein Schmarrn, hey? Wo ist es ausgebrochen? Welche Häftlinge sind infiziert? Also das nervt schon irgendwie. Ganz dezent. Alle Häftlinge zurück in ihre Zellen. Oh, du gleich in Quarantäne. Sofort. Es sind immer nur noch 4. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit auch so ist mit den Infizierten, also mit den Kranken. Kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, es ist hier drin wieder. Im Normalsicherheitstrakt. Und da muss ich jetzt 4 Leute finden, die krank sind. Aber ihr kennt ja das Prozedere mittlerweile schon. 2 habe ich schon. Da fehlt nur noch einer. Noch 2. Ich kann nur hoffen, dass der auch da drin ist. Sieht aber sehr schlecht aus. Und das Thema ist, wir müssen das schnell erledigen, denn desto länger das dauert, desto aggressiver werden dann unsere Häftlinge. Es sieht aber sehr schlecht aus, dass wir hier drin noch jemanden finden,
Ne, hier drin niemand. Vielleicht bei den ganz schweren Jungs. Sind immer nur noch vier. Ja. Hier fängt schon wieder einer an, unruhig zu werden. Nochmal, vielleicht habe ich was übersehen. Nee. Geh mal da rein. Da ist keiner drin, okay. Also zwei waren hier drin. Das bedeutet, theoretisch müssten die anderen auch hier drin sein. Okay, dann schauen wir hier. Das ist jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen. Hoffe, ich habe keinen übersehen. Hoffe ich jetzt mal. Leute, ruhig bleiben. Sonst werde ich euch die Qualität des Essens reduzieren. Ne. Ich finde den nicht. Vielleicht sind sie in der Schutzhaft oder vielleicht bei den Todes zu Tode verurteilten. Das kann natürlich auch sein. Das ist der Nachteil bei so einem riesigen Gefängnis. Wenn man dann was sucht, dann findet man es nicht. Niedrig. 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 Ich muss euch da rausbringen jetzt. Ihr seid nicht infiziert. Auch nicht. So, einer ist da, wo ist der andere? Der eine ist da, der andere kommt noch, oder wie? Ach, der läuft da rum. Das ist der zweite. So, und dann schauen wir noch mal. Ja, die Stimmung wird momentan nicht besser. Da klatscht einer gegen die Wand. Schnell, schnell.
Sehr schön, gut getroffen. So. Wir müssen das aussitzen. Wir bekommen jetzt auch kein Essen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die vielleicht eingesperrt wären. Irgendwo hier in der Schutzhaft. Ah, in der Einzelhaft. Aber da ist keiner drin. Das ist ja das Komische dran. Ich hoffe, ich habe sie nicht übersehen, aber ich glaube ich nicht. Auf jeden Fall, wie es weitergeht, seht ihr morgen zur gewohnten Zeit um 12 Uhr. Bis morgen.